Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier vom Minecraft Server. Meine Damen und Herren, das hier ist ein neues Minispiel auf dem Server, ihr kennt es schon, Build Off. Und ja, haben uns jetzt alle drei hier mal zusammengefunden. Julia, erzähl mal, was genau hast du hier denn geplant? Ja, also wir bauen alle was. Was genau ist relativ egal. Es kann ein Redstone-Mechanismus sein, es kann eine Statue sein, wie auch immer. Kann auch ein Haus sein. Und müssen dabei halt alle diese Blöcke verwenden. Wir haben hier jetzt immer so Beispiele drin. Beim Glas zum Beispiel haben wir verschiedene Farben. Da müssen wir dann ein Item verwenden. Bei dem Eisen gibt es nochmal eine Ausnahme. Da ist es so, dass wir mit dem Eisen auch was craften können. Und das zählt dann als verwendetes Eisen. Okay, gut zu wissen. Das wusste ich nicht. Ups. Hä? Ja. Das zählt aber nicht für die Holzsachen. Also mit dem Holz kann man jetzt nichts craften und dann zählt das. Das wäre ein bisschen zu einfach. Dann könntet ihr euch so eine Leiter craften und damit wäre das abgehakt. Das wäre vielleicht schlau, aber es wäre zu einfach. Was vielleicht ganz interessant zu wissen ist, die Ja. Blöcke, die man verwenden muss, die müssen sichtbar sein, ne? Ich denke schon. Also wenn du es irgendwie hinten in die Ecke packst, Ich meine, sonst könnte ich geht's mir, auch, keine Ahnung, aber. wenn jetzt Diorite ein Pflichtblock wäre, dann könnte ich einfach einen Diorite hinsetzen und dann mit Stone den einfach hier so zubauen, dass man es nicht sieht. Sonst kann man alles bauen und man kann auch sämtliche Blöcke verwenden, die man sonst auch benutzt. Nur Joel zum Beispiel sollte jetzt nicht unbedingt sein Drachenei verwenden. Das wäre halt unfair, weil davon haben wir nicht so viele. Ich dachte mir, es ist vielleicht mal ganz lustig. Ja, ist eine sehr schöne Idee mit dem Build auf. Also, wir schauen mal ganz kurz, Leute. Wir müssen verwenden Honigblöcke, irgendeine Art von Teppich, irgendeine Art von Glas, irgendeine Art von Eisen. Eisen wird schwierig. Schilder, das kriege ich Nö, hin. Eisen kannst du verkraften. Ja, Du aber was kannst crafte ich ja, aus Eisen? Ich habe ja einen ich genauen weiß nicht, Plan, kann was man ich bauen irgendwie so möchte. ein Schild aufstellen vielleicht? Ich geb meinen Konkurrenten jetzt noch Tipps, ne? Du kannst auch der Druckplatte machen, du kannst Ich daraus. verschwinde hier dann mal wieder in meiner. Das Ding ist, Julia, eine Laterne ist eigentlich ja auch aus Eisen. Stimmt. Oh, hey. Du hast doch mal extra eine Laterne genommen, obwohl es auch aus Eisen ist. Das ist jetzt irgendwie nicht so geplant Ich gewesen. hole mal ein paar Materialien. Ich habe nämlich wieder Jasmin, was bist du gerade in vergessen. den Creeper reingerannt? Nein. Wie Naja. kommst du denn darauf? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, meine Damen und Herren, das ist Build Off. Ich hole kurz ein paar Materialien, die ich noch vergessen habe. Aber ich würde sagen, wir könnten da ein bisschen was Cooles bauen. Ich habe was geplant und ich würde sagen, aua, der Server laggt. Ich würde sagen, Third-Person-Timelapse, auf geht's.
So, meine Damen und Herren, wir sind hier wieder im Build-Off-Areal und jetzt machen wir die feierliche Auslosung, welches der drei Bauwerke gewinnen wird. Aber ich würde sagen, wir können ja vorher erstmal den Zuschauern zeigen, was wir gebaut haben. Jetzt mal auch im Close-Up und dann kann jeder mal erklären, was er sich so dabei gedacht hat, oder? Wir sollten dabei denken. Nein, also... du kannst ja erklären, was genau es darstellen soll. Wir können ja bei dir anfangen, Julia. Dann gehen wir von rechts nach links. Ja, toll. Wie in der Schule. Die Lautesten werden immer als erstes drangenommen. Absolut. Verdammt. Wir haben hier ein Haus. Und man denkt sich jetzt so, ja, von außen, es ist halt schwarz und weiß. Und meine Intention war, dass man es aufmacht und erstmal voll den Schock bekommt, weil es einfach pink ist. Fand ich ganz cool. Und das Haus habe ich eigentlich nur gebaut, damit wir so eine Art Eingang haben für die Höhle hier unten. Hier gilt nochmal zu bemerken, dass wir hier Fische haben und Korallen und ein Boot. Nice. Voll cool das Ganze. Und sogar Wolle unter den Glasblöcken. Das ist das beste Detail von allen. Naja, und das Farbschema hier ist halt eigentlich pink, weil ich an dem Tag voll Bock auf pink hatte und dann nie wieder. Das passiert irgendwie nur einmal im Jahr. schön blöd. Naja. Deshalb ist das Farbschema hier pink. Ja, schön. Ja, that's it. Genau, möchte ganz kurz nochmal den Garten hier im Close-Up zeigen. So, oh, bitte ein bisschen, nicht. Ein bisschen Detail. Ja, wir müssen alles beachten, ne? Ah, okay. Auch diesen wunderschönen Diorithaufen hier hinten. Ja, das ist, weil einfach so, ich hatte noch Diorit im Inventar und ja. Ach so, du wolltest es loswerden, kurz gesagt. Ja, so mehr oder weniger. Es gibt Gründe. Verstehe. Ich denke immer, man fällt hier rein. Ja, es ist ganz lustig, finde ich. Leo stand hier auch schon drüber und war so, was ist das? Ich war so, Concrete? Und er so, Sieht halt nicht aus, als wäre das wirklich ein Solid Block. Irgendwie nicht. Ich finde das ganz lustig. Ja gut, okay. Dann Jasmin, das sieht heftig aus. Mhm. Ja, kurz gesagt, ich wollte eher ein bisschen Fantasy-mäßig bauen, ein bisschen andere Elemente reinbringen. Wasser zum Beispiel. Yay! Versinkt im Bauwerk. Ich glaube, ich bleib jetzt hier. Ja gut, das ist keine gute Idee. Ich glaube, du bist ertrinkt. Da ist kein Heart of the Sea, nur so als Info. Das wäre ja mal die Idee, da unten noch so ein Heart of the Sea reinzubauen. Viel Spaß, ein Loch reinzugraben. Ich habe das schon eins getan. Ich möchte dazu anmerken, dass Jasmin gesagt hat, dass sie keine Ideen hat. Und sie diejenige ist, die es das Größte gebaut Ideen. Hat. Ja. Ihr habt mich die ganze Zeit unter den Zeitdruck gesetzt. Ich sollte mich beeilen. Also, ich muss irgendwas aufbringen. Warum nichts gesagt? Naja, das bin ich wieder schuld. Erzähl mal. Naja. Hier oben geht es auch nochmal weiter. Ich dachte, vielleicht baue ich einen kleinen Turm, weil zu viel falsch kann man da jetzt nicht machen und man könnte auch viele Blöcke auch hier mit reinbauen. Steht eigentlich ein Lama-Kopf. Es war ein... Ein Lama in Freiheit. Das habe ich doch gar nicht gesehen. Aha. Oh, spannend. Und Ende. Bist du der Meinung, Lamas sind frei? Happy End. Das sind meine liebsten Bücher. Ja, dann schreib es halt Geschichte. Um. Wieso? Wenn es mein Lieblingsbuch ist, warum soll ich es dann umschreiben? Oh, cool. 27 ja. Seiten nichts. Ein Lama in Freiheit. Und Ende. Von Wandering Trader auch noch zu bedenken. WT. Das ist noch der Rüstung. All in. Deko. All in, würde ich sagen. Nice. Ja. Und man muss nochmal dazu anmerken, Jasmin hat hier ein Bett verbaut. Es ist das einzige Bett in der ganzen Gegend, in dem man schlafen kann, ohne dass irgendwie Mobs in der Nähe sind. Und ja. Gut, ich hätte jetzt... Der Porter mit einem Turm. Ich hätte jetzt halt auch ein Bett auf meinen Vulkan raufpacken können, aber dann wäre man am nächsten Morgen als Räucherfisch aufgewacht. Ich glaube nicht, dass es so gut ist. Ja. Räucherfisch. Wenn man überhaupt aufwacht, wenn du meinst. Kannst du mal aufhören, genau. Vegetarierinnen ständig was von Räucherfisch zu erzählen? Räuchertofufisch, Entschuldigung. Okay, also, dann. Wie kommen wir jetzt zu meinem Vulkan?
Ich habe mir dabei nicht viel gedacht, außer Vulkan. Ja, also Außer Vulkan. Oh, ich soll. Ach, ich habe ja habe gar hier keine halt sehr, Rüstung sehr an. viel Schwarz eingebaut. Das soll die Asche darstellen, die runtergekommen ist. Man kann dann teilweise noch sehen, dass es halt ein Steinberg und ein Kiesberg eigentlich mal war. Und hier hinten ist halt einige Lavaströme, die runtergekommen sind. Da habe ich Honigblöcke eingebaut, weil wir Honigblöcke einbauen mussten. Gibt es Und irgendwann eigentlich einen Contest, wer schneller hier irgendwie hochklettern kann oder so? Weil, seien wir mal also ehrlich, alle versuchen hier hochzuklettern. höher als bis zur Spitze kommst du nicht. Ja, aber Aber wenn du eine Schnelligkeit und so. Elytra hast und hochfliegst, dann kannst du ganz oben hier auf der Spitze, wenn ich mal ganz kurz mit meinen Elytra-Skills hier landen kann, Ach, du gibt es bist hier die ein Sache, wenn ich Schild, hier bin. das sagt, dieser Vulkan raucht klimaneutral. Glas ist nämlich kein Das Schild CO2. habe ich gesehen. Das ist gut, denn das ist ein I wichtiger Teil dieses appreciate that. Vulkans. Eine Frage, was hat hier diese Chest? Da waren meine Baumaterialien drin, warte mal. So. Magma. Das ist Cheaten, verändern der Bauwerke nach. Also ich finde, mein Bauwerk hat auf jeden Fall den Preis für das gefährlichste Bauwerk von allen hier verdient. Man kann da Ja, drin Leo ist sehr gut nämlich schon mal da oben sterben. in die Lava geflogen. Was? Das ist Warte auch mal. Skill. Ja, Leo hat sich das mal in Ruhe angeguckt und ist dann so da hoch und da oben ist Lava drin und ja. 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 Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Auswertung, oder? Du hast ja das Minigame kreiert, dann sag mal, wie fahren wir jetzt fort? Keine Ahnung, Mann, ich hatte nur Bock, was zu bauen. Okay, die Auswertung. Dann würde ich sagen, Joel, Ja. du musst jetzt mal gucken, dass du, hast du Wolle oder bunte, hast du bunte, guck mal, wir haben hier bunte Wolle. Jasmin, wähle eine Farbe. Blau. Jasmin nimmt blau. Hier, Joel. Schwarz wegen Vulkan so. Gut, schwarz. Du gibst ihm gerade blau. Ich bin nicht Jasmin. Ja, du sollst die trotzdem nehmen, bitte. Ach so. Typisch Junge, ne? Joel, du nimmst jetzt grau, weil wir haben Was? kein Schwarz mehr. Hä? Du nimmst die jetzt bitte. Okay, ich habe jetzt blau, Ja. lila und grau. Ich Ja? bin lila. Okay. Jasmin ist Grau blau, du ist für bist dich. grau. Verstehe. So, ich werde jetzt die Punkte verlesen und du platzierst hier immer so einen Punkt für die Stimme, die ich verlese. Alles Und klar. was tue ich? Du sitzt daneben und freust dich, dass du wahrscheinlich gewinnst, weil du das Coolste gebaut hast. Das finde ich gerecht. Was denn? Okay. Ich verlese die und schmeiße den immer hier wieder rein. Also, warte. Wir machen es so rum. Punkt 1. Kitty 272. Ah ne, warte mal. Blau, ne? Ja. Da war was. Stimme Mann, Joel, ich 2. bin bei der ersten Farbe. Kitty 272. Surprise. Stimme 3. J28 Gaming. Oh, ich hab einen Punkt. Keine Dann haben eigene wir Stimme. einmal Kitty 272. Ach so, by the way, es war ja auch Vorschrift, dass jeder, der mitbaut, für sich selbst stimmt. Sehr früh Naja, erfahren. und dann die letzte Stimme, Dreamers 8578. Damit haben wir alle unsere Stimmen. Natürlich hast du noch die Stimmen deiner Follower, die müsstest du dann nochmal. Ja, genau. Wie machen wir das? Ich glaube, die Person, die bei dir gewonnen hat, bekommt einen extra Punkt. Einfach nur so, der zweite Platz nichts und der dritte Platz auch nichts. Ah ja, doch, Oder? der zweite Platz kann ja auch noch einen Punkt bekommen. Der erste haben wir 2 Punkte. Oder wie machen wir das jetzt? Weil es Der erste wäre kriegt ja ein zwei bisschen. Punkte, der Ja, zweite kriegt okay. einen Punkt. Fertig. Okay. Also, dann Man merkt, das ist super durchgeplant. fang mal hinten an. Auf dem dritten Platz ist Julia mit 7%. Yay! Auf dem zweiten Platz bin ich mit 15%. Und auf dem ersten Platz, Surprise, Surprise, Jasmin mit 76%. Das war auf gut Englisch gesagt eine Landslide Victory oder so ähnlich. Hast du jetzt zwei Blöcke raufgemacht? Ups. Warte.
eben noch selber der zweite ist gesagt. noch unsichtbar. So. Also, ich würde Ja. sagen, man erkennt ganz gut, Joel hat gewonnen. Nein. Herzlichen Ja, Glückwunsch, ich habe Jasmin. blau. Guck mal, guck mich an. Sehr Ich habe gut. voll dir. Ich habe blau. Wir haben alle blau. Ja, gut. Ich Jasmin, gehe der mal Move kurz in hier, den ne? Hintergrund. Ja, Du herzlichen bekommst noch Glückwunsch. eine Urkunde. Herzlichen Glückwunsch, Okay. Masterbuilder. Ja. Ja, Wir danke. knien vor dir, Jasmin. Und du bekommst Kannst die gerne bei Rolle. mir lernen, Joel. Ich werde auf jeden Fall Ja. Taktiken für das nächste Build auf vorbereiten. Das kann ja nicht wahr sein. Ich will jetzt aber wissen, was in der Preiskiste drin war. Ach ja, stimmt, Jasmin. Gucken wir alle rein und dann darfst du die Sachen rausnehmen. Ja, gut. Ui. Ui. Ja, das ist ganz gut. Ich finde vor allem den gebratenen Fisch toll. Der ist gekocht. Das artet wieder ein Gemetzel aus hier. Warte mal, folgt jetzt Jasmin mir und du Jasmin, Joel? Ich springe nur Ey! wild in der Gegend rum und überlege, was ich falsch gemacht habe. Hört mal auf, mich zu mobben. Ach so, aber du willst. Das war knapp, Hallo? Julia. Das war sehr Hallo? knapp. Das war sehr knapp. Du hast mich gerade geschlagen, Jasmin. Du hast mich auch geschlagen. Ja, aber dann habe ich dich halt zurückgehauen. Tontau So, am du hast. Schießen. Ja! Pinata! Julia, wie wär's? Das war aber auch knapp, du. Probier's. Jo, meine Damen und Herren, das war Build Off, ne? Ah, immer noch ein bisschen geschwächt über die Niederlage. Aber, Leute, das spornt ja nur an, für das nächste Mal ein kleines bisschen mehr Leistung zu geben, oder? Und sind wir ehrlich, Jasmin hat verdienterweise gewonnen. Der Turm sieht halt wirklich mega aus. Ich fand den Vulkan auch nicht schlecht. Und das Haus fand ich auch nicht schlecht. Aber wir müssen auf jeden Fall uns ein paar Taktiken überlegen, wie wir das nächste Mal Jasmin übertrumpfen können. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, Leute. Das ist unmöglich. Jedenfalls, ich denke, dass alles in allem ich mit dem Vulkan eigentlich ein ganz gutes Thema habe oder gefunden hatte. Aber was hier zählt, ist der erste Eindruck. Und für den ersten Eindruck muss ein Bauwerk imposant sein. Muss ein Bauwerk beeindruckend sein. Deshalb müssen wir das nächste Mal mehr auf Größe gehen. Ich glaube, der Vulkan ist ein bisschen zu klein geworden. Und natürlich, die Idee ist auch mega cool. Und ja, alles in allem ist es schon ein sehr verdienter Sieg gewesen. Aber wie gesagt, da müssen wir nächstes Mal ein bisschen gucken, ne? Da müssen wir echt mal nächstes Mal ein bisschen gucken. Aber gut. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, das war's von dieser wunderschönen Folge vom Minecraft-Server. Wir haben Build-Off getan und getut und ge was auch immer. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und habt einen schönen Tag. Und ciao.